Hallo meine guten Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Runde. Ich habe doch ein bisschen länger Pause gemacht, als ich eigentlich beabsichtigt hätte, nämlich genau gesehen eine Stunde Pause, indem ich einen Joghurt gegessen habe. Und das war's mit Essen eigentlich. Nein, also ja, genau, das war's mit Essen. Und ich habe Küche geräumt, Esszimmer, Küche bei uns ist das gleiche. Wenn es einfach eine offene Küche ist und daher habe ich eigentlich gesehen Küche geräumt und den Esstisch natürlich ein bisschen zusammengefummelt. Und morgen war, oh, du bist ja auch in Juliana auf der Reise, ja genau. Wir sind in den Flitterwochen, musst du wissen, aber dieses Dorf ist echt das letzte. In Gerudo-Stadt kann man Juwelen kaufen und Dorf des Soras wird gebetet und so überall, wie sie gewohnt. Aber hier so langsam will ich nur nach Hause. Findest du? Ach, lass mich doch alleine fliehen. Mein Angetrauter entschuldigt sich schon die ganze Zeit, aber was habe ich davon? Oh, das soll mir wenigstens mal einen Rest dafür bringen, sonst lasse ich mich wieder scheiden. Na klar, wieso nicht? Hundert für einen Rostäpfel. Hab ich noch. Der Dame kann ich immer Rostäpfel bringen. Die frisst mir das nicht aus der Hand oder was. Immer nach oben gehen. Aber gut. Ach, guck mal. Sahen wir die nicht schon irgendwo? Oh, ein Gast. Oh. Was du am Gürtel hängen hast, ist das etwa, wo sind meine Manieren? Ich bin Kaneli, der Häuptling des Dorfes, der Orni. Also, was du am Gürtel hängst, hast, ist ein Schickerstein. Genau, nein. Oh, ich weiß wirklich. Du bist eine Recke und kannst wie Revali die Titanen von Homer stellen. Nein, es kann nicht sein, die Recke wurde vor 100 Jahren ausgelöscht, es muss den Gürtel geerbt haben. Oh, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Nachfrage des Recken. Wenn du meine Bitte erhörst, werde ich in Ordnung. Natürlich, klar. Ich danke dir. Nun, ich weiß, dass du Nachfrage deines Recken bist. Habe ich große Bitte. Ich möchte, dass du Wa-Medo, der über uns am Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein ausgewählter Recke muss ihn innen einreden und die Kontrolle übernehmen. Theba und Teris, zwei unmütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Medo an. Dabei ist er dies verletzt worden. Du bist Nachfahre eines Recke, deshalb höre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theba. Er hat vor, Medo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm, zusammen könnt ihr Medo vielleicht aufhalten. Cool! Yeah, wir haben jetzt einen Kollegen gefunden, mit dem wir das. Oh, cool! Ah. Okay, sind wir doof gewesen. Wir sollten nochmal nach oben. Na gut. Kein Problem. Wir gehen nach oben, wenn wir brauchen. Es ist nicht so schlimm, hier rumzufimmeln. Ist eigentlich wunderschön hier. Muss ich, wie gesagt, wunderschön. Wenn wir noch ein bisschen rum zu albern und. Okay, noch mal einen nach oben. Hätte aber nicht ganz so viel nach unten gehen sollen, nur ein bisschen. Aber das weiß ich ja nicht, das bin ich ja nur ich. Und ich kann mich auch verfehlen. So, verfufifa. Ach, wir gehen mal da hinten. Geht's nochmal? Oh. Tut mir leid, aber ich habe mitgehört, dass du den Häuptling gesprochen hast. Willst du mir zusammen mit einem. Ja, würde dir helfen, aber ich kann leider nicht mehr tun, als zu sagen, wo mein Mann sich aufhält. Erzähl! In Ordnung! Mein Mann ist an einem Ort, den wir Flugplatz nennen. Der befindet sich beim Rhinos Pass am Fuße der Herrenberge. Dort über den Ohrenkrieger den Luft. Wahrscheinlich wappnet es sich mein Mann dort, um Medo nicht noch einmal unterzulegen. Ich glaube, er ist am Fluss zum Flugplatz gegangen. Zu Fuß zum Flugplatz gegangen. Ach so.
Normalerweise kann man von Revali-Platz direkt zum Flugplatz fliegen. Aber wenn man sich jetzt zu hoch in die Luft wagt, wird man von diesem Meadow abgeschossen. Der Revali-Platz, Revali ist ein Gedenkort für den Recken der Orni. Revali, damit wir niemals vergessen, was jemand ohne Tag geschah. Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Erinnerungen und Erinnerungen. Was ist denn los? Ist das noch bei dir? Verzeih mir. Ich wollte nicht anmaßend klingen. Wenn du irgendwas wissen möchtest, kannst du mich später gerne fragen. Uiuiuiui. Meine Frage, wo denn das überhaupt ist. Da hinten. Na gut, dann sage ich mal so. Doch. Was? Wir werden mit Pferd dahin reiten. Was ist denn los? Komisch. Hier war das, genau. Ich will Herzen. Ja. Herzcontainer. Und mit jedem Titan bekommen wir noch einen Herzcontainer. Das ist ja richtig geil. Sehr schön. Plump. Ein mehr. Oha, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, ne?